Hallo und herzlich willkommen zum Update Wirtschaft. Ja, der russische Angriffskrieg wird in der Ukraine weiter blutig geführt. Tausende Menschen sind getötet worden. Und parallel wird dieser Krieg auch auf wirtschaftlicher Ebene ausgefochten. Und er breitet sich auch immer weiter aus auf noch weit mehr Unschuldige. Armut und Lebensmittelknappheit drohen in vielen Teilen der Welt, weil durch den Krieg in der Ukraine wichtiger Nachschub an Agrarprodukten fehlt. Es fehlt auch bereits an Nachschub an Teilen in weiteren Bereichen der Wirtschaft, weil Zulieferer aus Russland oder der Ukraine nicht liefern können. Die deutsche Wirtschaft macht sich Sorgen, zum einen auch wegen der steigenden Energiepreise, die für manche Firmen oder Betriebe kaum mehr zu stemmen sind. Und sie machen sich auch Sorgen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Zahlreiche deutsche Unternehmen und internationale Konzerne haben ihr Geschäft in Russland gestoppt oder haben sich zumindest vorübergehend aus Russland zurückgezogen, aus Solidarität mit der Ukraine. Inzwischen sind es international über 300 Unternehmen. Manche haben das erst nach anfänglichem Zögern gemacht, wie die Deutsche Bank, die jetzt aber auch ihr Geschäft runterfährt. Es ist aber eben auch eine schwierige Entscheidung, wie die neuen Entwicklungen zeigen. Die russische Regierung droht mit Enteignung, also mit Insolvenz. Das ist dann eine Scheininsolvenz und dann anschließend Nationalisierung des Besitzes. Und sie droht auch mit Verhaftung und Beschlagnahmung von Vermögen, falls sich Unternehmen aus Protest gegen den Ukraine-Krieg aus dem Land zurückziehen. Sie droht auch noch mit schweren Konsequenzen, selbst wenn man sie eben die Regierung einfach nur kritisiere. Russische Staatsanwälte hätten damit entsprechenden Drohungen bereits Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble oder IBM kontaktiert und eben gedroht. Wenn die Konsequenzen auch jedem klar gewesen sein dürften, so haben sich also trotzdem bereits mehr als 300 Unternehmen zurückgezogen oder eben in Rückzug angekündigt. Viele andere aber machen das nicht und sie sagen, wir bleiben. Zu diesem Thema hat mein Kollege Viktor Goitka aus unserer Finanzmarktredaktion recherchiert. Hallo Viktor. Guten Morgen. Was sind das denn für Unternehmen, die da bleiben und warum? Das sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Im Wesentlichen sind es aber Pharmaunternehmen und Konsumgüterunternehmen. Also das betrifft nicht nur kleine Mittelständler, da reden wir auch von richtig großen Konzernen. Das betrifft zum Beispiel Bayer, den Pharma-Riesen, der will dort bleiben. Das betrifft auch Henkel. Kennen wir alle von Persil zum Beispiel. Und das betrifft eben auch die Metro, also diesen Lebensmittelgroßhändler, die alle sagen, wir wollen unser Geschäft in Russland fortführen, denn wir haben, so argumentieren die Unternehmen, auch eine humanitäre Verantwortung, dass eben Medikamente und Lebensmittel dort weiter zur Verfügung stehen. Besteht denn die Sorge, dass diese Lebensmittel knapp werden könnten? Wie sieht es denn da aus? Das ist eine gute Frage. Metro argumentiert natürlich so. Man muss sagen, Metro beliefert in Russland gerade auch viele kleine Bars, Restaurants. Da redet man von Millionen Kunden in Russland. Also da ist schon etwas sozusagen in die Waagschale zu werfen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich habe auch noch mal mit Russinnen und Russen jetzt am Wochenende gesprochen, die sagen, ja, es gibt durchaus im Supermarkt einige Produkte wie zum Beispiel Zucker, die nicht mehr zu haben sind. Da kann man in Moskau eine ganze Woche rumlaufen momentan. Man findet keinen. Man kann aber auch nicht sagen, dass die Lebensmittelregale jetzt komplett leer wären, das kann man auch nicht sagen. Könnte ja sein, dass das noch kommt, wenn Sie sich dann zurückziehen. Aber ist das glaubwürdig, die Argumentation, oder steckt da dann doch eher das Geld dahinter? Das ist eine ganz gute Frage. Das unterscheidet sich so ein bisschen nach Konzernen. Wenn wir uns das anschauen bei Bayer, da reden wir beim Russlandgeschäft von ungefähr 2% des Umsatzes von Bayer. Das läuft vielleicht eher unter ferner Liefen. Bei Henkel, also den Persil-Machern, da reden wir von knapp 5%, schon etwas relevanter. Und bei der Metro, also diesem Großlebensmittelhändler, da reden wir von 10% des weltweiten Umsatzes, die in Russland gemacht werden. Das ist schon bedeutend für die. Wenn die jetzt bleiben, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass es dann hier vielleicht aufs Geschäft drückt, also weil sie dann eben moralisch angreifbar werden? Das ist die ganz entscheidende Frage. Es gibt schon in den sozialen Netzwerken deutlichen Druck auf diese Konzerne. Und es ist schon auch auffällig, dass alle diese Unternehmen sich in der vergangenen Woche oder spätestens übers Wochenende bemüßigt gefühlt haben, eine Stellungnahme zum Ukraine-Krieg abzugeben. Man muss aber auch sagen, teilweise richten sich jetzt auch eigene Mitarbeiter dieser Unternehmen gegen das Unternehmen. Das Metro hat zum Beispiel auch Filialen in Russland, hat Mitarbeiter in Russland, die jetzt in Social Media ganz klar sagen, liebe Metro, das ist nicht mehr mein Unternehmen. Bitte zieht euch aus Russland zurück. Also da wird auch der Druck auf diese Unternehmen teilweise auch von Seiten der eigenen Mitarbeiter größer. Auch aus der Ukraine, auch da haben sie ja Beschäftigte, die dann eben Kritik ausüben. Honorieren denn dann die Leute dann die Unternehmen, die dort bleiben?
In Russland ist das ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Menschen, die das schon wahrnehmen, wenn sie eben weiter westliche Marken dort kaufen können. Man muss gerade auch sagen, dass zum Beispiel bei Medikamenten es immer schon mal Engpasspässe in Russland gibt. Das ist ein Thema, dass Leute sich auch aus dem Westen Medikamente mitbringen lassen. Also das wird sicherlich honoriert werden in einer gewissen Form. Viele Russen sind auch der Überzeugung, dass zum Beispiel westliche Waschmittel oder Spülmittel besser sind als die eigenen Produkte. Also das wird man in Russland schon wahrnehmen. Ob Leute deswegen jetzt mehr Persil kaufen als vorher, das wage ich doch mal zu bezweifeln. Jetzt haben Sie auch persönlich Kontakte nach Russland. Könnte das auch sein, dass die Firmen, die sich zurückgezogen haben oder zurückziehen werden, dass die so eine Anti-Europa-Stimmung erzeugen können und dadurch, dass man dann dadurch Putin im Grunde hilft, durch die Stimmung im eigenen Land? Das ist eine ganz schwierige Frage. Das hängt sicherlich davon ab, wen Sie fragen. Wenn Sie überzeugte Patrioten, überzeugte Nationalisten dort auch fragen, Leute, die sehr klar auf Kremlkurs sind, die würden das wahrscheinlich bejahen. Wenn Sie Leute fragen, die auch dort in Russland der Opposition anhängen, die haben schon ein gewisses Verständnis, die verstehen zumindest, warum diese Sanktionen in Kraft sind, wenngleich sie auch sagen, als Oppositionelle, Sie selber haben das ja auch nicht gewollt. Warum trifft es jetzt das normale Volk und nicht eben nur die Eliten? Das ist durchaus auch in der Opposition ein Thema, dass manche dort eben nicht ganz nachvollziehen können, warum es auch Sie persönlich trifft, wenn Sie ja selber gegen diesen Krieg sind. Und das ist natürlich auch eine bittere Erkenntnis. Jetzt hat der Kreml ja angedroht, Unternehmen zu enteignen, die Unternehmen, die Russland verlassen. Wie sieht es denn mit den Unternehmen aus, die da bleiben? Sind die vor solchen Schritten gefeit? In Russland ist man nie gefeit, das muss man ganz klar so sagen. Die Staatsanwaltschaft, wenn die mit etwas droht und am Ende etwas macht, das sind im Prinzip gleichgeschaltete Organe, da kann man sich im Prinzip auf gar nichts verlassen. Und es gibt in Russland tatsächlich immer sehr wieder den sehr beliebten Brandschutz zum Beispiel. Da werden dann Brandschutzkontrollen gemacht, um einen Vorwand zu finden, um Unternehmen eben ja, irgendwie aufs Korn nehmen zu können. Also wer sucht, der findet am Ende auch etwas. Und da kann man als Unternehmen sich letztlich nie ganz sicher sein, dass nicht doch irgendwann irgendwer vor der Tür steht und mal eine Kontrolle anmeldet. Da wird ja auch Vertrauen für Jahrzehnte verspielt, so wie es wie gewarnt wurde. Schauen wir noch auf die russische Börse. Die war ja jetzt in den vergangenen beiden Wochen komplett ausgesetzt. Wie sieht es da diese Woche aus? Ja, diese Woche wieder eine Aussetzung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es also vor nächster Woche keinen Börsenhandel in Russland geben wird. Und es gibt inzwischen immer mehr Experten, die sich fragen, ob diese Börse überhaupt noch irgendwann mal wieder aufmacht. Das ist ja eine gute Frage. Auch 1917, 1918, als man schon mal die Börse geschlossen hat, da wissen wir alle, die Börse hat erst in den 90er Jahren wieder aufgemacht. Das wird tatsächlich diskutiert momentan. Manche spekulieren, am Mittwoch ist ein wichtiger Termin, da sollen Anleihezinsen gezahlt werden von russischer Seite in Dollar. Manche spekulieren eben, dass da dann die Staatspleite droht. Wie sieht es damit aus? Das weiß man nicht. Das ist übers Wochenende eine ganz interessante Entwicklung gewesen. Die Russen haben gesagt, ja, wir würden es ja zahlen und wir wollen eigentlich auch, dass sich auch die Leute, die eben in Dollar unsere Zinszahlungen bekommen im Ausland, dass die da rankommen, sollen sie sich das Ganze doch bei unseren Konten, bei der EZB, bei der Federal Reserve, also den Zentralbanken in der Welt abholen. Wir wissen alle, diese Konten sind momentan gesperrt. Das heißt, das Finanzministerium in Russland scheint da jetzt den schwarzen Peter den Investoren zuschieben zu wollen. Und es wird eben eine Frage sein, wie werden die Investoren das werten? Wird man sagen, naja, formell wollen sie es ja zahlen, wir kommen nur nicht ans Geld, dann lassen wir mal fünfe gerade sein. Oder wird man eben sagen, das ist durchaus ein technischer Staatsbankrott? Sehen wir dann am Mittwoch. Danke, Viktor Goitka aus unserer Finanzmarktredaktion. Ja, der Krieg wird zunehmend auch zu einer wirtschaftlichen Gefahr, nicht nur eben für die mehr als 3600 Unternehmen in Deutschland, die in Russland aktiv sind oder bis kurz vor dem Krieg dort aktiv waren, sondern eben für uns alle. Eine der größten Belastungen, die wir am deutlichsten wahrnehmen, ist an der Tankstelle die steigenden Spritpreise, aber auch beim Heizen. Der Gaspreis, der hat sich mal schnell verdoppelt in einem Jahr. Und auch beim Öltank wird es ungemütlich. Eine Reportage von Tim Jäger. Das Telefon steht nicht mehr still bei Heizölhändlerin Jacqueline Geigert. Aktuell muss man halt wirklich von Tag zu Tag gucken, wie viel Ware steht mir zur Verfügung und dann ja, kann der Preis auch noch ein bisschen höher sein. Aktuell wären wir bei 1,78. Also Belitz würden wir, wenn, dann nächsten Montag wäre eventuell noch ein Platz frei. Ja, sie geht weiter nach oben aktuell.
Die Preise, sie steigen. Die Krise macht die Kunden nervös. Stress für die kleine Fichtenwalder Firma mit ihren 3 Tankfahrzeugen. Also wenn du am Tag eine Frequenz hast, so von 160, 170 Anrufen, ist es nicht mal möglich, dass man mal schafft, auf Toilette zu gehen. Und wenn man so wie ich im Büro dann alleine ist, du bist abends platt. Ende Februar schienen 90 Cent pro Liter Heizöl vielen Kunden noch zu teuer. Seitdem nur nach oben und jetzt, ja, kannst du sagen, sind wir bei 1,90 Euro, knapp an die 2 Euro ran. Um Gottes Willen. Seitdem diese unruhige Situation in der Ukraine losgegangen ist, seitdem ist für uns einfach vom Empfinden her, dass alle Anbieter natürlich diese Situation als Vorwand auch mit benutzen, um den Preis künstlich nach oben zu treiben. Tatsächlich sagen Energieexperten, dass es eine Knappheit aktuell ja noch nicht gibt. Der Ölpreis sei börsengemacht. Mehr Panik, mehr Nachfrage. Ausbaden müssen es Jacqueline Geigerts Kunden. Jene, die nur ein paar Kanister fürs Wochenendhaus holen und jetzt doppelt so viel zahlen. Und jene, die einen Jahresvorrat brauchen. Gelassen nehmen es die wenigsten. Den Tag war so ein ganz netter Spruch, wo der Opa dann gesagt hat, scheiß drauf, dann bleibt weniger für die Erbschleicher übrig, aber ich hab eine warme Bude. Feierabend, endlich Ruhe. Zu Hause bei der Familie, denkste. Die Tage sind lang derzeit, der große Weltmarkt und die Kunden in Fichtenwalde sind nervös. Entspannung ist nicht in Sicht. Brennstoffhandel, Gugart, Geigert, guten Tag. Ja, Entspannung ist nicht in Sicht, nirgendwo. Wer noch einigermaßen gefüllten Öltank hat, wird das nächste Betanken sicher verschieben. Beim Tanken an der Tankstelle haben viele diese Wahl nicht. Nicht jeder kann auf öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad umsteigen. Und bei manchen wird es angesichts einer 50% höheren Tankrechnung schon mal mehr als eng. Die Bundesregierung debattiert vor dem Hintergrund der Energiekrise über zusätzliche Öl- und Gasförderung in der Nordsee, über ein Tempolimit und um drohende Ausfälle aus Russland zu kompensieren. Und offenbar diskutiert sie auch über konkrete Hilfen jetzt für Autofahrer. Angeblich wolle man Auto- und Lkw-Fahrer mit einem Rabatt auf den Benzinpreis spürbar entlasten, hieß es jetzt unter Berufung aus Regierungskreise. Die Lkw-Fahrer und Spediteure, die werden da jetzt ganz genau hinhören, denn für die ist es jetzt bereits eng. Viele stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Transportbranche schlägt auch Alarm, weil eine Pleitewelle in der Branche droht. Und mit einem Vertreter der Branche spreche ich jetzt, mit Professor Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr. Hallo, Herr Engelhardt. Guten Morgen, Frau Seidel. Wie sieht es denn oder wie schlimm, wie brenzlig ist denn die Lage in der Branche? Wie viele Unternehmen sind denn da bedroht von der Pleite? Die Lage ist im Moment sehr, sehr angespannt. Wir reden ungefähr über 47.000 Unternehmen. Und hauptsächlich sind das kleine und mittelständische Unternehmen. Über 38.000 dieser Unternehmen haben zwischen 1 und 19 Fahrzeuge, sind also akut von dieser Krise betroffen. Und kann man das jetzt prozentual sagen, wie viele von den Betrieben? Ja, das kann man gut sagen. Das sind über 64% im ganz kleinen Bereich, nämlich die bis 20 Fahrzeuge. Dazu reden wir über ungefähr 70% der Unternehmen, die am Markt aktiv sind. Und die durchschnittliche Marge bei so einem Lkw-Transportunternehmen liegt bei 0,1 bis 1,5% vom Umsatz. Und da haben wir natürlich jetzt ein Riesenproblem. Die haben Verträge, die haben oft am Anfang des Jahres Preise abgegeben gegenüber ihren Kunden. Und daher ist die Panik im Mittelstand schon sehr, sehr groß. Uns erreichen die ersten Meldungen von Unternehmen, die gesagt haben, wir können so nicht weitermachen. Ein erstes Unternehmen aus Brandenburg, das letzte Woche seinen Betrieb eingestellt hat. Deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir temporär, also zeitlich befristet, eine entsprechende Unterstützung seitens der Bundesregierung bekommen, weil über 70% der Waren werden mit dem Lkw transportiert. Nur wenn wir diese kleinen und mittelständischen Transportunternehmen auch zukünftig im Markt haben, ist unsere Versorgung sichergestellt und dann bleiben unsere Supermarktregale gefüllt. Ansonsten kriegen wir schnell englische Verhältnisse. Schauen wir uns doch mal an, wir haben eine Grafik vorbereitet dazu, was das an Spritkosten eben bedeutet für so einen Lkw-Fahrer. Also zu Jahresanfang waren wohl die Jahreskosten, Spritkosten lagen noch bei 47.000. Inzwischen, innerhalb von nicht mal 3 Monaten, sind die Kosten auf 70.000 gestiegen. Also zugrunde gelegt ist eine Jahresleistung von 120.000 Kilometern und 30 Liter Dieselverbrauch.
Wie lange bei solchen Kosten, wie lange können die da noch durchhalten? Die Unternehmen können gar nicht mehr lange durchhalten. Wir müssen diese Woche Ergebnisse erzielen, weil viele Unternehmen schon sagen, wir sind eigentlich schon kurz vor dem Aus, wir können gar nicht mehr weiterfahren. Einige haben auch Verpflichtungen gesetzlicher Natur, dass sie eigentlich Insolvenz beantragen müssten. Deswegen sind wir auch mit der Politik im Dialog, eben nicht nur für eine zeitliche befristete finanzielle Unterstützung bezüglich des Kraftstoffpreises, sondern ebenso eine Aussetzung des Insolvenzantrags, der Insolvenzantragsverpflichtung bis mindestens zum 30.06. Und was für unsere Mitgliedsunternehmen besonders wichtig ist, wir brauchen schneller gesicherte statistische Dieselpreisinformationen, weil einige Unternehmen vereinbaren mit ihren Kunden sogenannte Preisgleitklauseln oder Dieselfloater. Das heißt, wenn der Dieselpreis weiter steigt, steigt auch irgendwann der Frachterlös. Im Moment wirken diese Preisgleitklauseln mit einem Versatz von 6 bis 8 Wochen. Und diese Zeit haben die Unternehmen nicht. Ihre Liquidität wird dort aufgezehrt. Und deswegen sind wir mit der Politik im Dialog, dass wir dort zumindest auf Wochenbasis, lieber sogar noch kürzer, valide Daten bekommen, um unseren Mitgliedsunternehmen eine Möglichkeit an die Hand zu geben, schneller mit ihren Kunden auf die Preissprünge auf dem Energiemarkt zu reagieren. Heißt aber im Klartext, am Ende des Tages wird es auf die Verbraucherpreise aufgeschlagen werden und wir werden das alle als Endverbraucher entsprechend in den Supermarktregalen sehen und auch merken. Was für Signale haben Sie da aus der Politik bekommen? Wie schnell kann das gehen? Ist das realistisch, dass da diese Woche schon was passiert? Sie hatten es in Ihrer Anmoderation ja eben selbst erwähnt. Letzte Woche waren wir noch relativ frustriert und hatten wenig Gesprächsbereitschaft. Die Signale, die wir heute aus den Medien hören, stimmen uns zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium, was hier der Hauptansprechpartner ist, aber auch mit Unterstützung des Verkehrs- und des Finanzministeriums hoffentlich im Laufe dieser Woche weiterkommen. Ja, eine Branche also in Not, eine Pleitewelle, viel wird vielleicht abgewendet. Danke, Professor Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftwehr. Verkehr. Danke. Ja, und wie die Spediteure kann es auch noch viele andere Branchen in Bedrängnis bringen. Die hohen Energiekosten, die gesamte Weltkonjunktur könnte in die Rezession rutschen. Solche Ängste plus die vorderste Sorge natürlich vor einer Ausweitung des Krieges. Diese Sorgen haben auch an den Finanzmärkten für Turbulenzen gesorgt. In der vergangenen Woche ist zwar immer wieder die Hoffnung aufgekeimt, vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte, unter anderem, weil jetzt Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Solche Hoffnung hat also den DAX, der durch den Krieg 16% an Wert eingebüßt hat, inzwischen 10% wieder an Boden gut machen lassen. Heute eine weitere Erholung von 2% auf 13.903 Punkte. Doch ob das wirklich die wirtschaftliche Realität abbildet, die wirtschaftlichen Risiken, die da drohen, es sind ja eben nicht nur die Spediteure, die unter den Energiepreisen leiden, sondern viele andere Branchen, die stark davon abhängig sind. Die Chemiebranche ist nur eine davon. Und auch wir Verbraucher, was den Konsum natürlich in der nächsten Runde Druck drücken wird und entsprechend auch weitere Branchen belasten dürfte. Für die Wirtschaft sind das also sehr düstere Zeiten. Und was erwartet uns dann noch? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Lück, dem Chefvolkswirt von BlackRock Deutschland. Hallo, Herr Lück. Hallo, guten Morgen, Frau Seidel. Ja, wie pessimistisch oder vielleicht auch wie viel Hoffnung haben Sie, dass wir da nicht doch in eine Rezession gleiten? Ja, ich halte die Erwartungen, die auch letzte Woche bei dem EZB-Treffen bekannt geworden sind, die Einschätzung der EZB-Volkswirte, dass die Eurozonen-Volkswirtschaft in diesem Jahr um 3,7% wachsen wird, für sehr optimistisch. Ich glaube, dass die Zeichen eher auf deutlich schwächeres Wachstum stehen. Ich würde auch eine Stagnation der Wirtschaft, vielleicht sogar eine technische Rezession nicht ausschließen. Das kommt jetzt auch sehr stark auf den weiteren Kriegsverlauf an. Aber wenn wir uns überlegen, dass es nicht nur die steigenden Rohstoffpreise sind, sondern dass wir noch gar nicht aus der Covid-Pandemie komplett heraus sind und dass wir nach wie vor sehr hohe Inzidenz haben, dass also auch die Pandemie nach wie vor unser Wirtschaftswachstum dämpft und dazu natürlich auch so eine Situation mit dem Krieg die Stimmung bei Haushalten und Unternehmen stark beeinträchtigen kann, würde ich eher deutlich schwächeres Wachstum in diesem Jahr erwarten. Jetzt soll das zweite Quartal, das ist, man ist ja relativ oder wird relativ übereinstimmend gesehen. Zweite Quartal soll auch schon die Wirtschaft runtergehen. Wenn Sie sagen, geringeres Wachstum, Stagnation, hört sich das für mich immer noch sehr optimistisch an. Dann müsste ja in der zweiten Jahreshälfte unheimlich was passieren.
Ja, das stimmt. In der Tat ist es wohl so, dass die Zeichen eher darauf stehen, dass wir bescheidener werden müssen, dass wir vorsichtiger werden müssen, was die Wachstumsschätzungen angeht. Ich wollte das jetzt nicht allzu negativ darstellen, aber wir müssen sehen, ich habe es ja eben angesprochen, die steigenden Rohstoffpreise, die steigenden Energiepreise in erster Linie werden sehr viel bei den Haushalten an Kaufkraft wegnehmen. Wir werden bei den Unternehmen deutlich geringere Investitionsmöglichkeiten sehen, weil natürlich die Margen schrumpfen. Unternehmen können diese Produktionskosten nicht so eins zu eins weitergeben. Das heißt, wir haben da schon einen Dämpfungseffekt. Dazu kommen beeinträchtigte Lieferketten. Wir wissen ja auch, dass Russland und die Ukraine zusammen durchaus relevante Lieferanten von Zwischenprodukten sind in verschiedenen Industrien, in der Elektronikbranche beispielsweise für die Fertigung von Halbleitern. Aber auch die Komponenten, die wir brauchen in der Automobilindustrie, beispielsweise Russland, Palladium, Platin, die für Katalysatoren gebraucht werden, oder auch die Ukraine als einer der führenden Lieferanten von Kabelbäumen für Fahrzeuge. Das wird gerade hierzulande auch die Automobilindustrie treffen und den Output dämpfen. Deshalb glaube ich auch, dass eine Stagnation eher noch ein optimistischer Ausblick ist und wir durchaus auch in den negativen Bereich rutschen könnten. Also es braucht schon sehr optimistische Annahmen, um für das zweite Quartal, das ja schon bald beginnt im April, eine positive Wachstumsentwicklung zu unterstellen. Inflation ist ja auch so ein Thema, wo man jetzt diskutiert, wie weit kann das noch gehen? Die einen sagen 5-6%, manche halten auch zweistellige Raten für denkbar. Wie ist da Ihre Einschätzung? Das ist sehr schwer abzusehen, aber wenn man überlegt, dass es eine sehr starke Beeinflussung gibt von den gesamten Inflationswerten durch die Energiepreise allein, und die können ja durchaus noch weiter steigen. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland den letzten entscheidenden Schritt noch gar nicht gegangen sind, nämlich auf Importe von Öl und Gas, vielleicht sogar Kohle aus Russland zu verzichten. Dann würden die Energiepreise sicherlich noch wesentlich weiter steigen. Und wenn die Energiepreise einen dermaßen hohen Anteil am Warenkorb insgesamt ausmachen, wie sie es nun mal tun, dann können die Inflationsraten noch deutlich weiter steigern. Das würde uns also in ein Szenario zurückführen, wie wir es zuletzt in den 70er Jahren hatten, wo durch Verknappung von Seiten von geopolitischen Verwerfungen, Kriegen und anderen Ereignissen die Rohstoffzufuhr, die Energiezufuhr in erster Linie so stark eingeschränkt wurde, dass die Volkswirtschaft letzten Endes dadurch in eine Stagnation und dann in eine Rezession gerutscht ist. Dieses Szenario würde ich für relativ möglich oder sogar wahrscheinlich halten. Und dass die Energiepreise noch die Inflation weiter treiben können, ist praktisch an die Wand gezeichnet. Die Frage, ob das in den zweistelligen Bereich geht oder nicht, ist letzten Endes dann eine technische Frage. Und das lässt sich hier nicht seriös beantworten. Das wäre reine Spekulation. Jetzt hat die Europäische Zentralbank sich ja vorige Woche geäußert. Wie deuten Sie da die Worte? Wie schnell oder hat sie überhaupt die Möglichkeit, die Inflation zu bekämpfen? Nein. Und deshalb ist das auch ein kommunikativer Fauxpas, den die EZB da begeht. Die hat ja letzte Woche suggeriert, dass sie die geldpolitische Normalisierung deutlich beschleunigen will. Ja, mit dem vorzeitigen Auslaufen der Anleihekäufe und damit natürlich auch der Möglichkeit, einen eventuellen ersten Zinsschritt nach oben früher zu tun, als bisher erwartet worden war. Und das in einem Umfeld, wo sich die Wirtschaftsaktivität vermutlich über die nächsten Wochen und Monate deutlich verlangsamt. Das tut die EZB natürlich mit Blick auf die hohe Inflation und durchaus auch mit Blick auf die Gefahr, dass sich die Inflationserwartungen verstetigen könnten, dass also die Haushalte und Unternehmen eine Verfestigung dieser hohen Inflation erwarten und praktisch in ihre eigenen Forderungen und Kalkulationen einbauen. Aber nichtsdestotrotz muss die EZB an einer solchen Stelle ganz klar machen, dass eine Zentralbank eigentlich gegen einen solchen Energiekostenschub gar nichts tun kann. Denn wenn sie die Zinsen erhöht und damit die wirtschaftliche Aktivität zum Stillstand bringt, damit ist überhaupt niemandem geholfen. Dann würde um die Kosten extrem hoher Arbeitslosigkeit und extrem schädlicher Effekte für die Wirtschaft insgesamt diese Inflation bekämpft. Und das sollte die EZB klarer machen. Das sind keine guten Aussichten. Danke trotzdem für diese Einschätzung, Martin Lück von BlackRock Deutschland. Ja, angesichts dieser Thematik geraten andere Themen eben völlig aus dem Blickfeld. Zum Beispiel eben die Corona-Zahlen, die Inzidenzen steigen, neuer Höchstwert wurde erreicht.
Das ruft natürlich Kritik an den geplanten Lockerungen hervor. Aber auch andere Themen fallen hinten unter. Zu Wirecard gibt es eine Neuigkeit. Da erhebt die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen den langjährigen Chef Markus Braun. Wie das Handelsblatt schreibt, eine 480 Seiten umfassende Anklage wegen bandenmäßigen Betrugs, unter anderem Veruntreuung von Vermögen, Bilanzfälschung, Marktmanipulation. Die Staatsanwaltschaft wollte den Bericht aber erstmal nicht bestätigen. Wir halten sie aber da weiter auf dem Laufenden. Hier geht es weiter mit den politischen Nachrichten zum Ukraine-Krieg.